Ja, hallo lieben, Christian Schemeier, Paartherapeut, Beziehungscoach und so weiter und so weiter und so weiter. Es ist vollbracht, fällt das lateinische Pendant dazu gar nicht ein, aber mein Buch ist auf dem Markt. Sehr überraschend, garantiert für viele super interessant, glaube ich, vielfältig. Holt es euch gerne und freue mich über, wenn es euch gefallen hat, über eine schöne Rezension oder ein Sternchen bei Amazon oder mehrere Sternchen, besser gesagt. Und es gibt endlich wieder einen Code für euch, 20% mit Ostern20, schreibe ich auch nochmal unter das Video für alle meine Kurse auf Liebeschip oder fast alle liebeschip.de, könnt ihr einfach eingeben und dann seht ihr, für welchen Kurs das funktioniert. Ja, das ist praktisch für alle, aber manchmal gibt es dann doch ein, zwei Ausnahmen. Genau. Ja, heute schöner Titel. Ich, die Fremdgängerin. Schauen wir mal, was die Zuschauerin für Themen hat. Lieber Christian, ich schaue nun schon etwa einige Jahre regelmäßig deine Videos und konnte schon viel über mich und Beziehungen lernen. Leider werde ich so oft einfach nicht schlau aus mir und meinem Verhalten. Ich hoffe, du kannst etwas Licht ins Dunkel bringen und hilfst mir einzuschätzen, woran ich arbeiten kann und soll und welche Kurse für mich in Frage kämen. Ah, das ist ja schon ein passendes Thema. Vor ein paar Jahren befand ich mich noch in einer langjährigen Beziehung mit meinem Mann. Leider war ich schon viele Jahre unglücklich, konnte aber nicht richtig einschätzen, woran das lag. So konzentrierte ich mich darauf, die sogenannten Lebensziele zu erreichen, Haus kaufen, Kind bekommen und so weiter. Ja, also so Glück in einer Beziehung ist, wenn man das richtige Match hat, ist es eigentlich gar nicht so eine Raketenwissenschaft. Also wenn man die Beziehung halt immer pflegt, was aber viele nicht machen, was jetzt auch wirklich unheimlich leicht passiert, wenn man Kinder großzieht und ich weiß nicht, was alles so. Und das zweite Punkt ist halt, also Beziehungspflege ist halt super wichtig. Zweiter Punkt ist Polarität. Na, ohne Polarität ist auch mal schwierig. Und dritter Punkt ist auch eine gute Kommunikation. Also eigentlich braucht es gar nicht so viel, aber Gott, wir wissen alle, die wir Beziehungen führen, dass es doch im Einzelfall dann doch viele Schwierigkeiten gibt. Gut. Also Haus kaufen, Kind bekommen und so weiter. Die Pflege unserer Beziehung kam dabei zu kurz. Ja, da haben wir es ja schon. Kommunikations-, emotionalen und Themen mit Konfliktpotenzial fanden nicht statt. Gut, hier haben wir schon den zweiten Punkt. Ich möchte vorweg schicken, dass mein Mann schon immer sehr verschlossen war und ich hoffte, er würde irgendwann Vertrauen zu mir finden. Das fand aber nicht statt. Er wurde zunehmend schlecht gelaunter und zog sich weiter von mir zurück. Auffällig bei ihm waren, er konnte nicht bitte Danke, Entschuldigung sagen oder zum Geburtstag gratulieren. Also das habe ich ja schon eins meiner vielen hundert Videos, glaube ich, schon thematisiert. Wenn sich jemand nicht entschuldigen kann, halte ich ganz schwer, eine Beziehung zu führen. Und nicht zum Geburtstag gratulieren. Ich meine, da sind ja nicht immer alles Egoisten oder Narzissten. Manche Menschen haben andere Themen, warum sie das nicht machen. Aber im Endeffekt seid ihr nicht die Krankenschwester von eurem Pater oder die Krankenpfleger. Weil irgendwo, oder in aller Regel zumindest nicht, irgendwo hat man natürlich auch bestimmte Bedürfnisse in der Beziehung, die man erfüllt haben möchte. Und wenn das nicht der Fall ist, ist es halt schwierig, ne? Er konnte keine Freude zeigen, war meist eher negativer Stimmung. Gemeinsames Lachen gab es nicht. Öfters log er mich auch an und war meist eher darauf bedacht, seine Bedürfnisse zu erfüllen, anstatt die der anderen. Auch Äußerungen über Gefühle, zum Beispiel sagen, dass er mich nicht liebt, fand ich statt. Ja, gut, ist schwer, da glaube ich, eine glückliche Beziehung zu führen, ne? Ich habe mir das mit seiner schüchtern verschlossenen Art erklärt. Im Gegenzug nahm er so gut wie alle Haushaltsarbeiten, kümmerte sich auch um Kind und Haustiere. Wenn ich Probleme ansprach, was er selten vorkam, da es mir selber schwerfällt, Konflikte anzusprechen, gab er mir keine Antwort, sondern saß schweigend am Tisch. Er verbrachte immer weniger Zeit mit uns, da es ihm zu laut und trubelig war. Ausflüge waren sehr anstrengend, da ihm die Kleinigkeiten den Tag verderben konnten. Ja, was man jetzt hier sieht, das wäre, glaube ich, nicht
das, was wir in vielen Mails haben, jemand, der so super egoistisch ist, sondern hier haben wir halt jemand, ja, der scheinbar eine Menge eigener Probleme hat, sag ich mal, und dann aber irgendwo auch ungewollt, womöglich wahrscheinlich als Partner ausfällt und wie frustrierend das sein kann, so, ne? Vor allen Dingen, wenn darüber nicht diskutiert wird, warum man vielleicht schlechte Laune hat oder warum irgendwas nicht passt und man darüber nicht ins Gespräch kommt und naja. Trotzdem bin ich bei ihm geblieben und wollte es irgendwie schaffen, obwohl es mir schlecht ging und ich oft verzweifelt war und mir der Gedanke, dass das mein Leben sein sollte, sehr viel Angst machte. Dann kam der Zeitpunkt, da verliebte ich mich Hals über Kopf in einen anderen Mann. Es folgte das Dreieck des Todes. Steht hier so. Ich fing eine Affäre mit ihm an und setzte in einem gewaltigen Ego-Trip alles aufs Spiel, was ich mir aufgebaut hatte. Ja, gut, ich meine, dass wir alle nicht viel von Affären halten. Klar, hier auf dem Kanal. Fakt ist natürlich, es passiert, ne? Und Fakt ist auch, wenn man sehr unglücklich ist in der Ehe oder in einer langjährigen Beziehung, das ist so wie bei Waldbrandstufe 5, ne? Da ist sozusagen der Wald ist komplett trocken, im wahrsten Sinne des Wortes. Und ja, und es braucht nur einen Zündfunken und geht's los. Und ja, trotzdem wäre natürlich dann immer ein guter Zeitpunkt, das Gespräch dann auch zu suchen. Aber gut, die Welt ist nicht perfekt. Erst an diesem Zeitpunkt kam mir der Gedanke, dass ich mich von meinem Mann trennen sollte. Um ehrlich zu sein, wollte ich hauptsächlich mit dem neuen Mann eine Beziehung beginnen, der mir die Sterne vom Himmel log. Ja, du könntest auf jeden Fall wieder auf deinen Liebeschip mal gucken, weil es sind ja jetzt beides Männer, die vielleicht nicht so super zu dir passen, sag ich mal. Da wäre auf jeden Fall schon mal Modul 1 ein guter Anfang, Modul 2. Und dann arbeitet man sich so weiter durch, ne? Selbstliebe-Challenge ist eigentlich auch für die allermeisten Menschen was, ja. Es folgte alles, was eine toxische Beziehung ausmacht und ich trennte mich im Zuge dessen von meinem Mann. Ja, das ist mir auch so in meinen Jahren als Paartherapeut immer wieder aufgefallen, dass die Affären in diesen Ehen häufig höchst toxisch sind. Auch dieser dritte Part häufig auch gewisse Struktur hat, sag ich mal. Und es ist irgendwie selten so, dass so eine Affäre da so ein ganz ruhiger Funk ist. So, wo man dann, wo alles ganz ruhig läuft. Und aber es hängt vielleicht auch eben mit diesem Strohfeuer zusammen, ich weiß es nicht. Oder der Funke ist vielleicht nicht da beim ruhigen, sicheren Partner, der aber wahrscheinlich auch vielleicht auch keine Affäre eingehen würde. Ne? Also das ist letzten Endes, ich will es jetzt nicht wieder sagen, aber das ist der Grund, warum ich wirklich vehement abrate, von Dreiecke zu führen. Also klar, ich rate jetzt nicht davon ab, dass man sich trennen soll in bestimmten Umständen. Offensichtlich rate ich da nicht von ab, aber von Dreiecken rate ich wirklich massiv ab. Und wenn man sich mal außerhalb dieser Blase bewegt, in der ich mich bewege, dann ist doch wirklich erstaunlich, dass es auch viele Kanäle gibt auf Social Media, die auch Dreiecke propagieren und also die es ganz normal finden. Und ja, für mich ist es toxic ohne Ende, ne? Ja, die Affäre war dann recht schnell vorbei. Ja, das ist ja auch so eine Sache, die, wo man echt die Uhr nachstellen kann. Ich will jetzt nicht sagen, dass es immer so ist, aber sehr, sehr, sehr oft fällt die Affäre sofort auseinander, wenn die Hauptbeziehung zerbricht. Weil einfach dann ein ganz anderes Spiel ist und die Affäre auch nicht mehr sein kann, was sie vorher war, nämlich eine Affäre. Dann, und dann soll sie plötzlich in Beziehung sein und man merkt, das funktioniert gar nicht als Beziehung. Ne? Die Affäre war dann recht schnell vorbei und ich war nicht auch froh darüber. Zu extremer Liebessucht neige ich wohl nicht. Mein Mann ging es daraufhin nicht so gut. Ich habe sehr viel Mitleid mit ihm, aber ich war mir trotzdem sicher, dass ich mich von diesem Mann trennen muss. Ich zog aus und habe sehr darunter gelitten, aber Liebeskummer habe ich überhaupt nicht. Ich habe viel mehr Schuldgefühle wegen unseres gemeinsamen Kindes. Ja. Muss ich halt immer überlegen, also Menschen, die sagen, ich habe
schlechtes Gewissen, was alle haben, die sich trennen mit Kindern, glaube ich, absolut normal. Aber man muss sich halt immer überlegen, möchte man Kindern wirklich eine dysfunktionale Beziehung vorleben? Das ist halt immer so die Frage, ne? Weil Kinder lernen ja viel mehr am Modell als das, was man ihnen sagt, so, ne? Ja. Also wenn du einem Kind sagst, ja, für keine toxischen Beziehungen oder jetzt also in oder einem Jugendlichen und in Worten dieser Jugendliche das auch versteht. Ach, sorry. Und lebst aber gleichzeitig eine toxische Beziehung vor, wird das nicht viel fruchten. So. Ja. Seitdem ist einige Zeit vergangen und er kommt leider überhaupt nicht von mir los. Ich vermute mal jetzt der Ex-Mann. Irgendwie ist er der Meinung, dass nur weil er mit mir zusammen sein will, ich das auch wollen muss. Ja, irgendwie ist er, aus welchen Gründen auch immer, ist er, wirkt das jetzt doch so ein bisschen im Ego, sag ich mal. Aber Ego hat ja auch viel mit Schmerzkörper zu tun und wenn man sehr mit seinem nicht gut geht, geht man auch leicht gerne mal ins Ego. Aber das hat natürlich, muss man ja nicht drüber reden, gar keine Basis. Ich meine, nur weil er das will, ja. Seitdem ich mich getrennt habe, kontrolliert er mir. Okay, jetzt kommt die Ausmaße des Kontrollierens, lese ich jetzt mal nicht vor. Was aufgrund meiner Affäre verständlich ist, ich dachte, ihr hättet euch getrennt, wohnt ihr jetzt immer noch zusammen? Oder? Aber es fällt mir schwer abzugrenzen, was ich mir von ihm gefallen lassen muss und wo ich eine Grenze ziehen muss. Da ich einerseits eine gewaltige Schuld auf mich geladen habe, er aber auch am Scheitern der Beziehung mitgewirkt hat. Ja, das ist eigentlich ganz einfach. Natürlich ist jeder einfach, also erstmal ist einfach jeder für seine eigenen Taten verantwortlich. Also du kannst nicht deinem Mann die Schuld geben, dass du fremdgegangen bist. Dein Mann kann nicht dir die Schuld geben, wenn er Kontrollverhalten zeigt, was einfach alle Grenzen sprengt, wenn ich das hier so sehe, kann er nicht dir die Schuld geben. Dafür ist er verantwortlich. So, das muss man immer trennen. Ne? Das ist, also wir sagen zwar immer, ich mache irgendwas, weil du das und das gemacht hast, aber das ist ja eigentlich nicht wahr. Es ist, und das ist manchmal schwer in den Kopf zu kriegen. Also natürlich war die Ehe total unglücklich. Natürlich kann man verstehen, dass du fremd gehst, aber trotzdem ist es deine Verantwortung. Ich sage es bewusst nicht deine Schuld, weil mit dem Schuldbegriff können wir uns immer super fertig machen und das bringt niemandem was. Also Schuld ist auch so ein bisschen toxisch christlicher Begriff, sage ich mal, der uns echt nicht weiterbringt. Und ich rede lieber von Verantwortung und ich meine, wir alle machen Fehler, wir alle machen auch gravierende Fehler, das gehört zum Leben dazu, so, ne? Und dann muss man eben die Suppe auslöffeln, ne? Und ob das jetzt ein Fehler, also sicherlich wäre es besser, du hättest deinen Mann da so zeitnah wie möglich, weil ich hast das ja auch gemacht, eingeweiht. Aber im Endeffekt kann man jetzt auch auf einer höheren Ebene, kann man auch sagen, okay, das hat dir geholfen, da vielleicht überhaupt rauszukommen aus der Beziehung, falls du überhaupt so richtig raus bist. Vielleicht wäre auch Modul 0 was für dich. Aber letztlich ist jeder für seinen Kram verantwortlich. So in einer Paartherapie, um die es hier jetzt aber nicht geht, muss man dann zu dieser Ebene, dass man erstmal jeder seine eigene Verantwortung hat, guckt man sich trotzdem natürlich nochmal die Paardynamik an, die durch verschiedene Stufen läuft und wo man sagen kann, ja, okay, mal hat der eine irgendwas gemacht, mal hat der andere irgendwas gemacht, was vielleicht nicht so in Ordnung war. Und die gemeinsame Paardynamik ist diese und jene, ist vielleicht ein Attacke-Rückzugskonflikt oder ist, was weiß ich, was für Probleme da sind in eurer Beziehung. Und das ist halt das, was auch viele, die so Artikel schreiben über Fremdgehen und so, glaube ich, nicht sehen, meiner Ansicht nach, und auch nicht verstehen, dass du diese beiden Ebenen komplett trennen musst. Wenn du die nämlich nicht trennst, dann kommt so ein Quatsch raus wie, ja klar, musst du derjenige fremdgehen, weil vorher ist ja das und das passiert. So, ne? Also da werden Sachen verknüpft, die überhaupt nichts miteinander zu tun haben. Das heißt, man muss es sich auch in meinem, gibt ja so alte Videos von mir über Fremdgehen, Teil 1 und 2. Du musst diese Ebene von persönlicher
Verantwortungsübernahme fürs eigene Verhalten und einer gemeinsamen Paardynamik musst du komplett trennen, sonst kommt nur Gedankensalat da oben raus. So, ne? So, er selbst hat eine neue Partnerin, aber beleidige ich mich bei jeder Gelegenheit mit meinem neuen Partner. was übrigens steht hier jemand anders ist als seine Affäre. Ja, gut, ich meine, ist er jetzt nicht friedlich auseinandergegangen, eure Beziehung? Dass da natürlich jetzt noch eine Menge Wunden sind, dass man da vielleicht leicht angetriggert ist, kann ich mir jetzt auch vorstellen. Deswegen wäre es vielleicht gut, so wenig Kontakt wie möglich zu haben, sage ich mal. Ne? Ja. Kein Kontakt ist leider aufgrund unseres Kindes nicht möglich. Ja gut, zu dieser Dynamik äußere ich mich nicht mit Kindern. Das muss man dann im persönlichen Gespräch mit jemand mal erörtern, wie man das macht. Da kann man jetzt nicht einfach eine Schablone drauflegen. Aber letzten Endes, wenn man meint, in einer toxischen Beziehung gewesen zu sein, was hier durchaus gut sein kann, zumindest hat eure Beziehung jetzt, was ja bei vielen Beziehungen ist, in der Trennung doch ziemliches unangenehmes Potenzial, sagen wir mal. Es ist häufig mehr Nullkontakt möglich, als man das glaubt oder als man sich meint, erlauben zu dürfen, wenn man ein gemeinsames Kind hat. Aber das bringt jetzt hier nichts im Video zu erläutern. Da muss man dann mal eine Session machen oder was auch immer. Da kommt es auch viel auf den Einzelfall. Also, ja, ich hoffe, du kannst mein Verhalten etwas einordnen. Bin ich Pluspol, Minuspol? Kann ich etwas tun, um ihm dabei helfen, das Thema abzuschließen? Ja, gut, das sind jetzt nur so Versatzstücke, die du hier geschildert hast. Also offensichtlich warst du sehr unglücklich in der Beziehung. Und ich könnte jetzt nicht sagen, dass das so viel mit Plus-Minus zu tun hat. Also es gibt so Aspekte, wo er ganz schön minuspolig rüberkommt hier. Andererseits schien es ihm ja auch insgesamt nicht so gut gegangen zu sein, schon in der Ehe. Und triggert einen natürlich auch so eine Trennungssituation extrem an. Das zeigt man natürlich vielleicht auf Verhaltensweisen, die man sonst nicht gezeigt hätte. Finde ich schwer zu sagen. Also ich habe das Gefühl, dass da bei euch auch, aber es ist jetzt nur Fragen an dich mehr, ob da nicht auch andere Sachen eine Rolle gespielt haben. Also sprich, ja, dass vielleicht einer einfach gar nicht an Bord war in dieser Beziehung, als dass man das jetzt so mit Plus Minus so, dass das dir diese Unterscheidung, die jetzt so viel weiterhilft, glaube ich jetzt gerade nicht so richtig. Fakt ist, dass deine Bedürfnisse überhaupt nicht erfüllt wurden in der Beziehung und in der Trennung jetzt auch nicht, wie das dann immer so ist. Und dass ihr euch vielleicht, ja, wie so, ich weiß nicht, ob das jetzt ein gutes Bild ist, aber sag mal so Boxer, die man trennen muss im Ring. Wobei ich jetzt gar nicht sagen will, dass ihr gleiche Anteile habt, wer was macht. Weiß ich jetzt, will ich mich gar nicht so äußern jetzt, aber dass man euch wirklich trennen sollte und dass ihr vielleicht möglichst wenig Kontakt haben solltet, scheint mir sehr naheliegend zu sein. Ne? Aber man kann ja auch Trennungsberatung machen, obwohl, habe ich irgendwie das Gefühl, vielleicht, naja, weiß ich nicht. Ach, ich weiß auch nicht, ist wirklich schwer zu sagen bei dieser Mail. Was natürlich nicht geht, ist, wenn er Grenzen überschreitet mit seinem Kontrollverhalten, was ja vielleicht auch juristische Grenzen überschreitet. Das geht natürlich nicht. Dann darfst du jetzt auch nicht, nur weil du ein schlechtes Gewissen hast, sagen, das muss ich jetzt erdulden oder so. Das geht nicht. Ne? Da muss sich schon jeder an die Spielregeln halten. Auch an die. Es gibt natürlich verschiedene Spielregeln. Du hast dir vielleicht auch manche Spielregeln auch nicht gehalten. Aber es gibt, das ist natürlich wieder eine Sache, die man nicht verquicken darf, dass man sich vielleicht in einer Partnerschaft an ewige Spielregeln nicht gehalten hat. Ist was anderes, ob man sich an juristische Spielregeln nicht gehält. Ne? Und wiederum muss beides an seinem Platz behandelt werden. So, ne? Insofern würde ich da natürlich schon klare Grenzen ziehen, wenn das der Fall ist. Und auf gar keinen Fall musst du dich jetzt beleidigen lassen. So, ne? Auch das macht, wird wieder keinen Sinn machen, dass du sagst, ja, okay, ich habe auch Scheiße gebaut. Das heißt jetzt nicht, dass du dich beleidigen lassen musst. Du kannst mir natürlich
Kannst ihm um Verzeihung bitten, kannst sagen, war blöd. Letzten Endes ist es vielleicht gut, dass unsere Beziehung auseinandergegangen ist, tut mir leid, kannst dich entschuldigen dafür, aber das muss dich nicht beleidigen lassen, so, ne? Meine Meinung zumindest. So, was ist mit mir los, als ich so eine Beziehung 10 Jahre durchgezogen habe, ohne auf die Idee zu kommen, dass ich gehen muss? Naja, erstmal hatte ich hier Kinder, es gibt natürlich, oder eins zumindest, weiß jetzt gar nicht wie viel. Ich meine, es fällt jedem schwer, sich da zu, oder fast jedem schwer, sich da zu trennen. Es macht eine Menge Schuldgefühle. Vielleicht war es auch am Anfang nicht so wild. Kinder überdecken das häufig auch, weil man einfach gar keine Zeit hat, über die Beziehung nachzudenken. Er hat dir an bestimmten Punkten ja auch geholfen. Und dass man zu lange in Beziehungen drin bleibt, die einem nicht gut tun, das kennen, glaube ich, die meisten hier. Da wäre tatsächlich Modul 1, wäre, glaube ich, ein super Start für dich. Ja. Ich danke dir für deine Arbeit. Dein Blog ist mittlerweile fester Bestandteil meiner Frühstückslektüre. Ja, ich freue mich hier über Kommentare. Wenn ihr kommentiert, versucht bitte immer, klar ist, wenn sich hier jemand mal outet mit Sachen, die vielleicht nicht so optimal gelaufen sind, dann gibt es manchmal so harsche Kommentare. Denkt immer dran, dass, wie soll ich mal sagen, konstruktive Anteile und vielleicht nicht so konstruktive in jedem von uns sind. Und man sollte immer vorwerfen, bevor man immer denkt, dass immer nur andere Sachen machen, die vielleicht problematisch sind, sondern ja, letztlich haben wir garantiert alle schon mal irgendwas gemacht, wo wir vielleicht jetzt keinen Preis vom Bundesmoralministerium für kriegen. Naja, ihr wisst schon, wie ich es meine. So, Buch lesen, ne? Sonst komme ich bei euch vorbei und halt's euch vors Fenster und deckt euch schön ein mit Leckercode. Ostern 20, 20% noch meine Kurse und wir sehen uns bald wieder.